Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Eurotaxmonator 2. Ja, und ihr habt immer wieder geschrieben, ey Maximus, diese Firma kennen wir aus D-Max. Trucker Babes. Muss ich euch ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so, naja, so hinterher, was diese Sendung angeht. Ich versuche natürlich die ein oder andere Sendung zu gucken, aber ihr kriegt auf jeden Fall einen Auftrag. Wenn ich schon diesen LKW nochmal zeige, ist ja glaube ich die dritte Tour. Ich nehme das hier ganz gemütlich am 3. Januar 2019 auf, quasi die ersten Videos, die ich für das neue Jahr ich quasi mache. Und ich dachte mir, ja, wenn der LKW mit der Lackierung so gut ankommt, die mir auch sehr gut gefällt, dann fahre ich auf jeden Fall gerne nochmal eine Tour. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ist das für eine Firma? Wo fährt die ungefähr rum? Weil ich habe sie persönlich noch gar nicht so gesehen. Aber ja, schreibt es mal rein. Haben die viele LKW-Fahrer? Haben die weniger LKW-Fahrer? Oh, schreibt das mal rein. So, wartet mal. Muss mein Kopf erstmal wackeln. Ui, ja, ja. So. Ich bin gerade in Deutschland unterwegs. Das hat natürlich einen Grund. Nicht nur, dass wir hier oben die olle Socke haben. Nein, weil ihr mit abgestimmt habt. Das Video ist jetzt, glaube ich, einen Tag alt. Und ich gucke gerade, wir haben es jetzt am Freitagnachmittag, also noch nicht mal 24 Stunden. Und es haben 353 Leute mitgemacht, wo ich jetzt zurzeit das Video aufnehme. Ja, also knapp ja, über 20 Stunden ist es jetzt, 22 Stunden ist es jetzt auf dem ja, Kanal. Und dann kann ich ja ganz kurz mal ein paar Zahlen sagen. 49% haben, es ging um diese Umfrage, weil die andere Umfrage, die kommt erst am Samstag, das Video. Weniger ist mehr. Da geht es halt um die Thumbnails, ne? Ja, ob ich da mehr Einblendung machen soll oder. Nein, ja, hier ging es ja darum, bei der letzten Umfrage, wo soll ich denn langfahren? Und 49% haben gesagt, dass ich doch wieder mehr in Deutschland unterwegs sein soll. Danke, Bruder. Den Blinker nicht gesehen. Also von über 350 Leute haben so über 370 Leute gesagt, wir wollen Deutschland sehen. Okay. Danach mit einem großen Abstand, mit 19%, Route to the Black Sea. Also werden wir das immer mal wieder reinbringen. Und dann mit 18% oben Skandinavien. Jo, dachte ich. Okay, also mal Skandinavien, mal Route to the Black Sea. Und dann, naja, Italien mit 9% und Vive la France mit 3%. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, ne, dass Italien und Frankreich so weit hinten ab sind. Aber Skandinavien ist wohl doch eines eurer liebsten Länder, so wie das ausschaut, ne? Das ist ja, schon mal interessant. Ist gut zu wissen. Ach, schön. Mal ein Foto hier machen. Wo macht der eigentlich hier so einen Sound? Wollte mal gucken, ob das geht. So. Ja, dann fahren wir mal schön gemütlich hier im winterlichen, schönen Setting. Den Winter lasse ich auf jeden Fall hier noch den ganzen Januar drin. Und dann werde ich wahrscheinlich dann wieder eine Umfrage machen, um euch dann ein bisschen mitzunehmen, wo denn die Reise hingeht. Ah, ob wir dann Richtung. Oh, ist hier los. Oh. Hier ist ein Unfall. Oh, komisch. Ah, ich habe hier so ein Traffic-Mod hier noch drin. Ich habe mal den Traffic rausgemacht, wo ich die Anzahl erhöhe der Fahrzeuge. Ich habe jetzt wieder G-Traffic auf 1 gemacht. Ich hatte es ja vorher auf 4. Das bedeutet, dass viermal so viel Polizei unterwegs ist und. Das war doch dann manchmal schon ein bisschen nervig, wenn andauernd die Polizei hier mit Blaulicht unterwegs ist. Oh, ich muss mal gucken. Hier mein Kabel. Ah, wir fahren. Ach ja, falls der eine oder andere fragt, wir fahren Richtung, wo fahren wir denn eigentlich hin? Richtung Bremen. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich
Corollos hier vor uns noch. Ey, sieht das nicht geil aus, ey? Ich muss wirklich sagen, es sind auch wirklich... Ah, schöne Bilder. Oh, eine schöne Lackierung, ey. Wirklich hübsch. So. Oh, jetzt wirklich komisch mit dem Auto, ne? Also ich denke mal, wir werden so ein bisschen in die Nacht hineinfahren. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, wie ihr euer Silvester so vollbracht habt. War bei mir ganz entspannt. War nur 3 Stunden Schlaf gehabt und danach war die Nacht wieder vorbei. Wir juchteln einfach jetzt hier vor. Wir sind richtig rotzfrech. Richtige Rotzlöffel. Ha. Hätte durchaus Bock nochmal mit denen hier oben in Skandinavien unterwegs zu sein mit dem Truck. Ihr habt ja auch geschrieben, hey Maximus, was ist los? Wie sieht's aus mit der Pro-Mods? Die werde ich natürlich dann auch mal wieder bringen. Und die Frage ist natürlich, wann ich sie denn bringen werde. Da werde ich vielleicht die Woche darauf dann mal eine Umfrage machen, ob wir nicht mal der Standard noch bleiben, bis eine neueste Pro-Mods-Version draußen ist. Hier gerade, ich weiß nicht, wie, ob das ohne Probleme hier mit dem Wintermod alles funktioniert. Weil ich möchte ja, wenn ich wirklich im Baltic Sea unterwegs bin, auch das Original Baltic Sea vom Spiel noch ein bisschen genießen. Ja, wir werden jetzt nicht komplett Deutschland, wir werden immer so Hälfte Deutscher, mal Skandinavien, mal Baltic Sea und dann mal wieder mal in Frankreich unterwegs sein. Aber immer mal wieder Deutschland, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr bei der Abstimmung mitgemacht habt. Ich glaube, das Video sollte am Samstag kommen. wie das aussieht mit dem, mit den Thumbnails. Ob ich da mehr reinmachen soll, weniger, etc. Schauen wir mal. So, wir müssen abfahren. Ganz vergessen. Eieiei. Hier so schön hier die Windräder hier, ne? Optimales Wetter hier. Den Tag auf, wo ich denn wieder arbeiten war, so ein Donnerstag. Also gestern. Da waren wir dann auch draußen, Außendienst. Und da sah es aus, die Straßen waren frei. Und da sah es so aus, als wenn es auf den Feldern, naja, geschneit hat, ne? Total krass, weil die so weiß waren. Das sah schon echt cool aus. Ich habe extra noch einen großen Tannenbaum reingemacht. Der steht bei uns quasi immer noch, aber mal gucken, wie lange. Weil wir ordentlich Strecke. Ich habe mal auf 85 km/h heute mal den LKW. Aber ein bisschen zügiger. Ah ja. Haben wir ein paar Geräusche hier, die Autos. Miau, wumm. Wenn sie Platten hätten. Wartet mal. Oh, oh, was ist denn da los? Ach du Scheiße, was ist denn da los? Hier megamäßig großer Einsatz. Ach du Sch... Und hier alles abgesichert. Eieiei. Ja, Hashtag Gaffer Maximus. Oh, nutzen wir einfach mal die Kamera. Ey, ich muss wirklich sagen, der Wintermod ist wirklich ein geiles Gerät. Ja, ich wollte es einfach mal ein bisschen auf euch wirken lassen. Ich finde die Kameraperspektive echt cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Ach, ist das schön hier. Ja, man kann sich mit dem Land jetzt hier noch ein bisschen mehr identifizieren, ne? Das ist natürlich klar.
Wenn man hier in Deutschland unterwegs ist. So, überholen wir mal. Irgendwas Blaulichtmäßiges gesehen. Ist hier irgendwo Blaulicht? Ah, jetzt sehe ich wie den Tannenbaum nix hier. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Ach ja, was ich nochmal sagen wollte, ne? Mir ist es ja dann auch aufgefallen. In der 1.36 sind ja auch hier in dem Spiel, die, oder ist ja die Möglichkeit drin, dass man ja auch diese Umleitung reinmacht. Ne? Kann durchaus sein, dass wir jetzt noch eine Umleitung kriegen. Ich hoffe mal nicht. Und da gab es ja auch diese Live-Events auf der Straße, so wie das, den Unfall, den schweren Unfall, den wir hier gesehen haben. Und das muss man im Multiplayer immer ausmachen. Warum? Fragt sich der ein oder andere, ne? Ganz einfach. Weil die Sachen dynamisch sind. Wenn bei mir ist jetzt zum Beispiel da vorne diese... da vorne ist jetzt ein Unfall, ne? Bremsen, bremsen, bremsen. Ist jetzt ein Unfall. Aber das kann bedeuten, dass bei euch der Unfall nicht ist, weil der dynamisch ist, von jedem halt unabhängig. Und jetzt werden wir gleich mal ein bisschen anhalten und gucken, was ist hier los. So. Was ist hier los, meine Freunde? Ja, 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 Maximus verursacht Stau. Was ist denn hier los, ey? Haben die Wesen VW-Zeichen vorne dran? Ja. Ja, ist hier aber wieder was. Hier ist Auto ausgebrannt. Ah, gut, Bruder. Hat mal ordentlich einen Stau verursacht. Oh, da hat man mich noch gern. Huch. Schön, schön, schön. Okay, wir sind wieder auf Kurs. Fahren wir mal gemütlich. Wir haben jetzt noch 170 Kilometer auf der Uhr. Naja, dann wird die Folge mal ein bisschen länger. Ob wir heute, weil ich denke mal, ich werde das am Montag raushauen, wieder eine Tour Breakfast machen? Ich denke mal schon. Wieder so gegen 19 Uhr. Und dann Attacke über Amerika. So. Was sagt denn eigentlich der Wecker hier im Spiel? Wir haben es jetzt halb vier. Halb drei meine ich. Kurz nach halb drei. Und dann wird doch bestimmt jetzt irgendwann mal anfangen, die Sonne unterzugehen. Wir haben ja mit dem Winter jetzt eigentlich im Großen und Ganzen sehr viel Glück. Ne? Zumindest in Hamburg-Bremen rüber. Den Schnee. Keine vereisten Straßen. Nur, dass Maximus wieder müde ist. Aber das wird sie wahrscheinlich die nächsten Jahre noch so ein bisschen hinziehen. Naja, aber was soll's. Zum Glück ist der Wintermod nicht so extrem. Ich habe zwar alle Physik hier mit reingemacht. Aber ich fand, zur damaligen Zeit, war im Wintermod, da konntest du ja nicht mal einen Berg hochfahren. Das war ja schon... Das war schon mal ein bisschen extrem. Das konntest du gar nichts machen. Ich habe ja hier auch das Heavy
Was habe ich drin? So ein Heavy Cargo Pack hier noch drin. Big Heavy Pack 4.7. Und da werde ich bestimmt auch noch die. Oh ja. Da werde ich bestimmt auch noch die eine oder andere Fracht der machen. Aber schade, dass man nicht komplett durch Deutschland hier fahren kann. Also ich möchte nicht diese alten Gegenden da unten im Süden langfahren. Deswegen werden wir erst nochmal hier oben im Norden bleiben. Oh, was ist mit dem los? Ja, vereiste Straßen. Einfach so das Auto stehen lassen. Naja. Ganz schön zügig unterwegs, der Bus. Aber ich hoffe, dass dieses Jahr, 2020, der Süden von Deutschland dann komplett überarbeitet ist. Und wieder in andere Regionen gehen. Skandinavien wollen sie auch nochmal überarbeiten, ja. Naja, wird ein ewiger Prozess sein. So, waren wieder Moped unterwegs. Ein sehr mutiges Männchen hier. So, was haben wir denn? 88 Kilometer, dann ist er, läuft ja. Das haben wir ja gleich geschafft hier. Ups, zu doll eingelenkt. Was machen sie denn hier? Straßenbauarbeiten. Ah ja. Ja, warum ich noch nicht so oft da Promods unterwegs bin oder ja, das wird natürlich alles dann noch kommen. Wenn wir spätestens, wenn der Winter hier vorbei ist, bei mir auch, dann werde ich wieder Promods aktivieren. Auch im Multiplayer. Nicht jeder hat dann die Promods oben. Und ich will vielleicht auch mal eine Woche nochmal auf der großen Map unterwegs sein. Einfach mal so. Wenn man es kann. Oh, 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 was ist denn hier los? Oh. Ah, hier sind auch Straßenbauarbeiten. Ah, arbeiten sie. Ich weiß gar nicht, ob es von Mod ist. Oder ist das normal hier auf der Strecke? Ich weiß gar nicht, auf welcher Autobahn ich bin. Auf der A1. Auskommen, Baby. Achten der hier? Oh, 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 oh. Ja. Tja, was war denn da? Meine Freunde, da ist wohl das Spiel abgestürzt. Also ich weiß auch nicht, woran es jetzt gelegen hat. Kann das da bestimmt an irgendeinem Pack sein? Bestimmt auf das Traffic Pack, das dann irgendwie mit einer anderen Mod nicht richtig kompatibel ist. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben. Aber wie gesagt, da muss ich das erstmal wegmachen und einen anderen Traffic Pack mal reinhauen. Vielleicht läuft es dann wieder besser. Ich bin aber erstmal raus. Sorry, dass es abgestürzt ist, aber manchmal ist es so. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.